Alexandra Meyer gehört zu den talentierten Torhüterinnen beim VfL und seit diesem Jahr auch fest zum Bundesliga-Team. Letztes Jahr hast du schon gespielt. Was war das für ein Gefühl, erste Mal bei der Bundesliga-Mannschaft dabei zu sein? Das ist eine ganz große Ehre und vor so einem Publikum zu spielen, das hat man ja nicht alle Tage und ja, war sehr spannend für mich. Deine Saison letztes Jahr hatte aber noch weitere Höhepunkte. Ich denke mal an die deutsche Meisterschaft bei den A-Juniorinnen. Da habt ihr eine sehr gute Rolle gespielt, leider in der Vorrunde rausgeflogen. War das so das größte sportliche Ärgernis letztes Jahr? Ja, denke ich schon. Also war natürlich ärgerlich, dass sie gleich rausgeflogen sind, aber ja, dabei sein ist alles erstmal, ja. Und du hast es in die Juniorennationalmannschaft geschafft, nicht ganz zur WM, hat es nicht ganz gereicht. Du hast aber auch schon so vermutet, könnte schwer werden, Konkurrenz ist schwer. Aber wir wissen, du bist eine sehr talentierte Torhüterin und eine sehr gute. Und jetzt hast du dich verletzt. Komplizierter Name, was da mit deinem rechten Knie passiert ist. Wir lassen den mal weg, aber die Kniescheibe ist etwas verrutscht. Ja? Wie äußert sich das? Das Problem war, ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass meine Kniescheibe einfach rausgesprungen ist und dadurch ist der Knorpel eben halt in Mitleidenschaft gezogen worden und jetzt ist eben halt das Ding, das muss operiert werden, weil sonst kann ich irgendwann gar nicht mehr spielen. Hast du schon einen Termin? Ja, morgen. Angst? Wie wird die ablaufen, die OP? Weißt du das schon? Ich denke, ich werde Narkose sein und dann wird da ein bisschen rumgeschnibbelt und dann denke ich mal, klappt das alles. Und dann wirst du so im Dezember wieder da sein. Welche Ideen und welche Ziele, Wünsche hast du in dieser Saison noch? Ja, ich hoffe natürlich, dass ich erstmal wieder ins Training einsteigen kann nach den 3 Monaten Pause. Und alles andere ist erstmal on top. Das Hauptziel ist erstmal gesund werden. Du fehlst dann auch der zweiten Mannschaft, die in der dritten Liga eine sehr gute Rolle spielt. Und da bist du die Stammtorhüterin oder eine von mehreren Stammtorhüterinnen. Wenn du dich so entscheidest, was ist wichtiger für dich, die erste oder die zweite, weil zur zweiten möglicherweise auch eine größere Bindung hast, du hast dann mehr Spielanteile auch in der letzten Saison schon gehabt. Also ich denke erstmal Spielpraxis sammeln, die werde ich dann mehr in der zweiten kriegen als in der ersten und ja, erstmal auf zukommen lassen. Ja. Und nächstes Jahr ist, glaube ich, noch eine U20-WM. Das wäre dann genau dein Fall. Und dann musst du fit sein, das wirst du. Und wirst sicherlich eine gute Saison spielen. Ja, ich hoffe es natürlich.